Ja, willkommen zum Unboxing, das letzte in diesem Jahr. Heute ist der 30. Dezember und da habe ich mir gedacht, das Beste zum Schluss, zumindest was das Unboxing angeht, mal schauen, ob der Inhalt genauso gut ist. Und zwar wird das heute werden, ja, der Beats Pill Plus und zwar in der Version, wie Apple den sozusagen überarbeitet hat. Denn Beats ist ja jetzt bei Apple angesiedelt und ja, im Vorfeld wurde da einiges versprochen. Das soll auch alles viel besser werden, was ich schon mal verraten kann, was er haben soll. Der wird nicht mehr per Micro-USB aufgeladen, sondern mit diesem Fast-Port-Kabel. Ist also wirklich dann quasi ein reines Apple-Produkt. Ja, bevor ich mal hier zu viel vorweg erzähle, wollen wir mal schauen, was sich hier in dem Paket sozusagen verbirgt. Na, das ist schön eingeblistert. Hier sieht man auch, mal vorsichtig hier mit dem Messer schon mal öffnen. Ja, mal gucken. So ein bisschen wie Geschenke auspacken an Weihnachten. Nur, dass man hier schon vorher sieht, was drin ist. Beziehungsweise wusste ich das ja auch schon vorher, was da drin ist. Ich habe es ja auch bestellt. So. Noch nicht so spektakulär. Jetzt erstmal schauen, wie man das Ganze aufkriegt. Ich vermute, das wird, jawohl, zum Aufziehen sein. Den stellen wir mal hier hinten hin. Ja, oh, schön präsentiert. Hier oben, wie man sieht, mit ja, solche Fixierungen. Die sind aus so einem weichen Material, damit dem schönen Lautsprecher auch ja nichts passiert. Da kommt auf so einem Sockel daher. Ja, wenn wir hier reinschauen, auch schön das Netzteil hier verborgen in der Kiste. Hier ist das Sack, ein Anschlusskabel, ein kleines Säckchen, wo ich den nachher reinpacken kann, den Beats Pill Plus. Das finde ich jetzt aber nicht ganz so spannend. Deswegen wollen wir mal gleich hier uns den Lautsprecher selbst anschauen. Ups. Genau, hier sieht man auch nochmal die schöne Schale, wo er drin steht. Das hier sind diese, ja, das sind die, diese Schoner, diese Materialschoner, die da angebracht sind. Ja, hier befindet sich noch irgendwie eine Anleitung drin, ein bisschen was zum Lesen. Gucke ich mir auch später an. Jetzt finde ich das mal nicht so interessant. Kann man das Ganze auch ein bisschen erträglich gestalten. Muss ja nicht das ganze Zubehör sich hier im Detail angucken. Das können andere auch viel besser als ich. Auspacken, glaube ich, auch. Das will nicht so, wie ich will. Das sitzt aber auch stramm hier. Da haben die es aber wirklich... Oh, diese Banderole. Ist ja unglaublich. Die ist einfach... Jetzt hat sie verloren. So. Und hier ist der Beats Pill Plus. In schwarz, wie man sieht. Selbst für Farbenblinde wäre das, glaube ich, egal gewesen, das zu sagen, weil es gibt ja nur schwarz oder weiß. Von daher, das erkennt, glaube ich, jeder. Ja, sehr einfach gehalten. Ich hole den mal hier so ein bisschen ran. Einfach hier zum Ein-Ausschalten. Schalten wir mal ein. Interessanter Sound. Ja, lassen wir mal so da stehen. Akku ist nicht ganz voll geladen. Hier vorne die beiden, ja, Midrange-Speaker. Ich hoffe, das kann man so einigermaßen hier im Licht sehen. Hier ein Hochtöner und hier ein Hochtöner. Also ein bisschen in die Breite gezogen. System mit Frequenztrennung. Hier hinten ist dieser Fastport-Charger. Und hier habe ich den Auxiliary-In-Eingang und den USB-Anschluss zum Aufladen von, ja, anderen Endgeräten. Schön ist aus meiner Sicht hier dieser Doppeltverschluss. Da brauche ich immer nur, ja, das kleine Kläppchen abziehen, was auch ganz gut funktioniert.
damit ich den aufladen kann. Muss das nicht mal gleich ganz abfummeln. Ja, ansonsten, also wirklich sehr stylisch. Hier gibt es keine Spaltmaße. Das ist alles sehr hochwertig verarbeitet. Also das muss ich schon sagen, da hat Apple die, ja, diese Abteilung, die hier den Beats Pill Plus entworfen hat, sehr gute Vorgaben gemacht. Die wurden auch gut umgesetzt. Ja, das ist ein Gerät, was zu Recht im Apple Store steht und da auch dann exklusiv quasi gezeigt wird. Gucken wir mal, diese Taste hier muss ja auf irgendwas gut sein. Im Moment für nichts. Ah, jetzt blinkt sie. Ich vermute mal, das ist jetzt hier eine Bluetooth-Kopplungsbereitschaft. Wenn ich mal wieder meinen Uraltschinken schaue mal, wie sich... Aha, das Kopplungsgeräusch. Sehr schön. Ich schaue mal, ob ich hier irgendwie ein bisschen Musik anspielen kann. Nehmen wir was anderes. Ja, für den ersten Eindruck hört sich das ja gar nicht so schlecht an. Das wird sich natürlich noch mit weiteren Vergleichen zeigen lassen, ob der Beats Pill Plus nun die Erwartungen erfüllt, die im Vorfeld an die Marke Beats gestellt werden oder nicht. Ich würde sagen, bis jetzt auf die Schnelle, für die Größe hört sich das gar nicht so verkehrt an. Ja, also ein schönes Produkt. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.